So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch einen Langzeittest des Angry T14 vorstellen. Dieses Video wird unterstützt von Geekbuying. Links findet ihr unten. Wenn ihr Bock drauf habt, dieses Fahrrad zu kaufen oder ähnliche Fahrräder, schaut mal da vorbei. Ich wollte das Video einteilen in drei Hauptabschnitte. Einmal so, wie es im Alltag ist. Dann der nächste Punkt, für wen und für was diese Art von Bike geeignet ist. Und dann natürlich noch meine Langzeiterfahrung, wo dann auch die Akkureichweite und so weiter und so fort mit dabei ist. Also, im Alltag war es so, dass in erster Linie das Bike wirklich super zu verstauen ist. Ich habe eine relativ kleine Wohnung, da kann ich halt kein großes E-Bike oder sowas reintun. Und deswegen ist dieses winzige, kleine Club-E-Bike genau perfekt. Es ist klein, es ist handlich, es ist auch richtig praktisch beim Einkaufen und diese auch zu transportieren. Ich transportiere damit immer meine Wasserflaschen. Es ist schon echt praktisch. Im Alltag hat sich das Licht vorne auch sehr nutzbar gemacht, natürlich sehr praktisch, braucht man auch. Hinten gibt es natürlich kein Licht, was heißt natürlich leider kein Licht. Da musste ich mir für 10 Euro selber was nachrüsten. Ich habe mir einfach so ein USB-Licht geholt, USB-C-Licht, was ich dann halt immer wieder aufladen kann. Insgesamt im Alltag auch flink und wendig. Also diese Art von Club-E-Bike ist für den Alltag perfekt. Der nächste Punkt, für wen und für was ist dieses Bike? Das Bike ist eher für Kurzstrecken gedacht. Und für Kurzstrecken ist es auch perfekt. Wenn man zum Beispiel mal schnell zur Post muss, die Post machen 5 Minuten zu, einfach Bike nehmen, packen und losfahren und schnell mal Einkäufe machen oder schnell mal irgendwie zur Bahn fahren. Das Bike kann man auch mit in die Bahn, kostenlos mit in die Bahn nehmen, wenn man selbst schon ein Ticket hat, weil es halt ein Club-Bike ist. Und für Kurzstrecken, wie gesagt, ist es perfekt. Für Langstrecken, sag ich mal, bis 8 Kilometer wäre es auch noch okay, aber es ist nicht optimal. Ja, auch weil keine Gangschaltung vorhanden ist, wegen der Sitzposition. Obwohl die Sitzposition ergonomisch ist, aber für längere Strecken, ja, könnte es vielleicht Probleme geben. Für sehr große Menschen mit sehr langen Beinen ist das Bike vielleicht zu klein. Ich bin 1,80 Meter groß ungefähr und ich habe jetzt noch ungefähr 5 bis 8 cm Platz bis zum Lenker, wenn ich die Pedale benutze. Wenn ich es mal einschätzen sollte, Menschen vielleicht ab 1,95 Meter oder so, da könnte es echt problematisch werden. Ja, also, aber ich habe es nicht getestet, es ist halt nur so ein Eindruck. Nächster Punkt, Langzeiterfahrung. Erstmal die Qualität, als ich das Bike ausgepackt habe, war die Qualität jetzt nicht überragend, jetzt aber auch nicht schlecht. Also was ich zu der Qualität sagen kann, ich habe das Bike jetzt mehrere Monate im Einsatz und ich würde sagen, Preis-Leistung passt hier. Das Bike als E-Bike ist jetzt nicht so teuer und dafür passt die Qualität und es ist nichts kaputt gegangen. Bei regelmäßiger und täglicher Nutzung ist da nichts kaputt gegangen. Es macht jetzt auch nicht den Eindruck, dass da in nächster Zeit auch mal irgendwas kaputt gehen würde. Ergonomie, ja, für Kurzstrecken wie gesagt perfekt. Für mittellange Strecken wäre es ja auch noch okay, sagen wir mal so 4-5 Kilometer. Ich bin damit auch mal 10 Kilometer am Stück gefahren, das war auch okay. Theoretisch kann man auch länger, aber das hat was mit dem Akku zu tun, da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn der Akku am Ende ist, also fast leer, so die letzten 5 Kilometer, da hat man schon gemerkt, oder die letzten 5 bis 6 Kilometer, merkt man schon, dass die Leistung des Motors immer schwächer wird. Und das ist dann natürlich auch ein Anzeichen, dass man in der Nähe des Hauses sein sollte, falls mal dann der Akku komplett den Geist aufgibt. Ich bin auch oft bei Nieselregen gefahren oder bei leichtem Regen. Das war auch komplett ohne Probleme. Das heißt, die Elektronik oder sowas hat nicht rumgemuckt. Was ich mitunter am praktischsten fand, war die Unterbringung bei wenig Platz. Weil kompakter kann man meiner Meinung nach ein E-Bike nicht bauen. Also das Bike an sich ist ja schon recht kompakt, so wie es ist, aufgebaut. Aber der größte Pluspunkt ist halt die unglaubliche Flexibilität und die spontane Einsatzbereitschaft, weil das Bike halt so klein und handlich ist und man kann es in eine kleine Ecke tun und es einfach so da stehen lassen und wenn man es braucht, nimmt man es einfach. Das Klappsystem habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt, also ich habe das Bike nie eingeklappt, weil es tatsächlich schon so wie es ist, im aufgebauten Zustand extrem kompakt ist. Wenn die Batterie mal leer sein sollte unterwegs, kann man die Pedale natürlich nutzen, allerdings ist es relativ schwer, das Bike ohne Motorunterstützung voranzutreiben. Schieben ist hier meistens daher die bessere Lösung und das habe ich dann meistens auch gemacht. Das kam zweimal vor. Und das ist nämlich auch das Problem mit dem Display. Wir haben da 3 Punkte. Ich sag mal so, pro Punkt 10 Kilometer. Habe ich mir so ausgerechnet. Das heißt, wenn 2 Punkte weg sind und ein Punkt noch da ist, dann hat man quasi 10 Kilometer noch. Und das ist aber halt nicht genau. Und das ist halt so das große Problem. Man kann nicht genau sehen, wie viel Kilometer man noch fahren kann. Man kann es nicht sehen. Da komme ich jetzt auch zur Akkureichweite und zwar, also da man die Pedale aufgrund der fehlenden Schaltung
er nicht nutzen kann, übernimmt ausschließlich der Motor die Bewegung und den Vortrieb. Daher wird der Akku, sag ich mal, mehr beansprucht, als wenn man, wie es man bei normalen E-Bikes kennt, mit der Pedale hin und wieder mal ein bisschen was unterstützt. Also ich kann mit dem Bike in der Regel 20 bis 25 Kilometer auf jeden Fall fahren. Also 20 Kilometer schaffe ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch schon einige Akkuladungen durch. Man sagt ja, so ein Akku hat erst seine volle Kapazität nach dem zweiten, dritten Aufladen so. Ja, und ich habe den ja, keine Ahnung, ich habe den bestimmt schon 10-mal aufgeladen und 20 Kilometer schaffe ich immer. Und das meine ich halt wegen Kurzstrecken vor Kurzstrecken, sagen wir mal 1 bis 2 Kilometer. Wenn man am jeden Tag irgendwie 1 bis 2 Kilometer mal hier und da Einkäufe macht, schnell zur Post, dann lade ich den Akku 2 bis 3 Mal im Monat auf und ja, bin gut bedient. Und für längere Strecken, sagen wir mal von 8 bis 10 Kilometer, wäre es auch okay. Aber mehr würde ich definitiv nicht oder länger würde ich definitiv nicht mit dem Bike fahren, weil man ansonsten im Zweifel das Bike dann nach Hause schieben kann oder notfalls dann halt mit in die Bahn auch nehmen kann, kostenlos. Ne? Ja, und zum Schluss wollte ich aber auch noch sagen, das Bike, so wie es jetzt hier ist, ist nicht straßenzugelassen. Aber schaut mal bei Geekbuying nach. Dort gibt es auch andere Bikes, die zugelassen sind, straßenzugelassen sind. Und dieses Bike kann man natürlich auch hervorragend für Camping oder Privatgelände etc. nutzen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dieser Langzeiterfahrungsbericht hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.